Ich war zu Besuch bei Make-up Designery, die weltweit führende Make-up-Artist-Schule im Herzen Wiens. Gegründet wurde sie 1997 und hat über 50 Standorte weltweit. Das Angebot? Ja, das kann sich sehen lassen. Es wäre nämlich eine international zertifizierte Ausbildung sowie personalisierte Workshops angeboten. Alle Kurse werden von erfahrenen und professionellen Make-up-Artisten geleitet. Sehr praktisch. Im Studio kann man nämlich auch die eigenen High-Quality-Produkte sogar erwerben und den Make-up-Service buchen. Die brandneue Location von Anna Jaschkic und Stefan Kokovic nennt sich Studio 1010. Befindet sich direkt neben der Wiener Oper und erstreckt sich auf über 170 Quadratmetern. Die beiden haben sich mit dem Kreativstudio einen Traum erfüllt. Was sie von anderen abhebt, sie bieten alles in einem. Make-up-Schule, Hairstyling-Service, One-on-One-Workshops sowie ein Fotostudio und Masterclasses. Alles in einer Location. Die Inhaber Anna und Stefan haben nicht nur jahrelange Erfahrung in der Mode- und Beauty-Branche, sondern sie haben sich bereits international einen Namen gemacht. Und sie haben erst begonnen. Was noch auf sie zukommt, das haben mir die beiden im Interview verraten. Anna, du bist seit über 20 Jahren in der Make-up-Industrie tätig. Du hast weltweit Make-up-Artisten ausgebildet und hast dich dann entschieden, in Wien ein eigenes Make-up-Studio oder in dem Fall ein Kreativstudio zu eröffnen. Was waren denn deine Highlights die letzten 20 Jahre? Wow, ja, die 20 Jahre waren eigentlich eine kurze Zeit, wenn ich so nachdenke. Die Zeit vergeht sehr schnell, wenn man etwas macht, was man gerne macht. Und ich hatte die Möglichkeit, eben weltweit mit international bekannten Künstlern zu arbeiten in verschiedenen Branchen, sei es Designer, Make-up-Artist, auf internationalen Fashion Weeks zu arbeiten. Aber das, was mir meistens Freude macht, ist eben mein Wissen weiterzugeben und andere Leute zu inspirieren. Und ich glaube, das ist so meine größte Passion oder mein Talent, eben Leute inspirieren zu können. Und das mache ich eben täglich mit meinen Schülern. Was ist denn bei einem Make-up-Artist oder die Make-up-Artisten, die du ausbildest, was ist ein No-Go oder was gibst du ihnen mit auf dem Weg? Was sollen sie auf jeden Fall tun? Auf jeden Fall nicht aufgeben und eben deren Ziele verfolgen. Und natürlich, Übung macht den Meister, das sage ich auch. Meine Schüler wissen das auch, dass ich sage, üben, üben, üben. Als Künstler wird man ja nie perfekt. Also Kunst ist etwas, wo man sich immer weiterentwickeln kann, auch weiter inspirieren. Und eben mich inspirieren auch meine Schüler, genauso wie ich sie inspiriere. Und Zusammenarbeit ist sehr, sehr wichtig. Also mit anderen kreativen Leuten zusammenzuarbeiten, ist das, was einen auch besser macht und auch viel mehr Spaß eben in dem, was man macht. Deine Passion ist ja Make-up. Findest du, dass jede Frau mit Make-up besser aussieht? Make-up hat sehr viel eben mit Kunst und auch mit Licht und Schatten zu tun. Und definitiv, wenn man das Gesicht in den richtigen Licht, will ich sagen, rausrückt, dann betont man auch immer die positiven Seiten vom Gesicht. Und das kann auch wirklich mit minimal Make-up sein. Das kann nur 1-2 Highlight-Punkte sein und da sieht das Gesicht schon viel besser aus. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen mit Make-up, aber mit dem richtigen Fokus im Gesicht, ja. Was ist Schönheit für dich? Schönheit, ich weiß, das ist so klischeeartig, aber Schönheit kommt wirklich von innen und ich glaube, das kann man aber im Gesicht lesen, sei es jetzt in den Augen oder in den Lächeln, ist das, was wirklich die Schönheit rausbringt. Was ist denn so dein klassischer Signature-Look? Was ist typisch Anna? Also ich glaube, ich bin sehr perfektionistisch, wenn es um meinen Job geht und ich achte eben auf die Details. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen und Ausstrahlung und Freundlichkeit ist wirklich das Schönste in einer Zusammenarbeit und das versuche ich eben jeden Tag dran zu denken, wie glücklich ich bin, dass ich eben diesen Job ausübe und der mir so viel Spaß macht. Ja. Was würdest du denn den Frauen als Schönheitstipp empfehlen?
sich wohlzufühlen in seiner eigenen Haut, ich glaube, ist das Allerwichtigste. Und jeden Tag wirklich auch diese Dankbarkeit zu spüren für so viele Sachen im Leben. Und glaube ich, für sehr viele auch in deren Job und Leben generell. Und diese Ausstrahlung ist eigentlich das Wichtigste, weil auch das beste Make-up oder das schönste Gesicht ohne Ausstrahlung wirkt nicht. Du bist eine der Top-Make-up-Artisten, dich kennt man international wie auch national. Mit deiner Schule, mit diesem Kreativstudio hast du dir wirklich einen Traum erfüllt. Was hebt dich denn ab, was hebt dein Studio ab vom Rest? Auf jeden Fall meine Erfahrung, eben langjährige Erfahrung, aber auch die Zusammenarbeit. Ich würde sagen, ich arbeite mit den besten, tollsten Leuten zusammen. Und eben dieser kreative Zusammenhang, den wir dann finden, oder die gemeinsame Sprache der Kunst, macht es eben so besonders. Du hast ja dich gemeinsam mit deinem Partner Stefan Kokovic, auch ein Starfotograf übrigens, dich zusammengetan und dieses Kreativstudio eröffnet. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ah ja, also das war wirklich, muss ich sagen, Liebe auf den ersten Blick. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir haben gleiche Sprache, wenn es um Kreativität geht. Wir trauen uns, wir probieren Sachen aus. Wir müssen uns sehr oft gar nicht unterhalten. Also wir sehen uns an und dann wissen wir, okay, ja, das machen wir oder nicht. Und das Beste dabei ist, dass wir einander eben auch Platz geben, das zu machen, was wir wirklich am besten können. Das heißt, Stefan lässt mich Make-up machen und entscheiden, was ich machen will. Und ich lasse ihn eben mit Fotografie sich austoben. Und ja, wir kennen uns eigentlich gar nicht so lange, aber es fühlt sich an, als würden wir uns unser ganzes Leben kennen. Was mir besonders gut an diesem wunderschönen Studio gefällt, ist die unglaublich hochwertige brandneue Ausrüstung, die die Bedürfnisse eines jeden Fotografen erfüllt. Verwendet werden hochwertige Studioblitze an einem Deckenschienensystem, viele verschiedene Lichtmodifikatoren von Schirmen und Streifensoftboxen, ein 2-Meter-Achteck, das ein perfektes, milchig natürliches Licht imitieren kann, außerdem verschiedene Papierhintergründe sowie mehrere Stative und vieles, vieles mehr. Und das haben wir gleich mal alles probiert und machten kurzerhand ein spontanes Fotoshooting. Stefan, du warst ja, bevor du deine Karriere als Fotograf begonnen hast, standest du ja vor der Kamera, du warst Popsänger. Wie kam es dazu, dass du die Seiten gewechselt hast? Ja, heute sind nur Fun Facts, oder? Ja, so ich sage immer, Kunst ist Kunst. Und ich bin wirklich ein Künstler und deswegen habe ich gedacht, ich muss etwas wirklich was Kreatives machen. Und Fotografie ist wirklich meine Liebe. So Musik war immer mein Hobby und dann auf einmal Job geworden, aber Fotografie ist meine Liebe und deswegen bin ich hier heute. Was hebt dich denn von anderen Fotografen ab? Ich arbeite mit Emotionen. Ich sage immer, mir ist nicht so wichtig, mit welcher Kamera arbeite ich. Es ist wichtig, dass die Fotos immer gut sind und dass ich mit guten Augen arbeite. Du gibst in dem Kreativstudio von dir und Anna auch Masterclasses für Fotografie. Was ist dir denn wichtig? Was gibst du deinen Schülern mit? Also mir ist immer wichtig, Emotionen auf die Fotos zu haben und gutes Licht zu haben. Das ist so Nummer eins bei mir. Und das finde ich sehr, sehr wichtig bei einem so guten Modefoto. Was gefällt dir denn am besten, was ihr hier macht? Wir arbeiten wirklich 24 Stunden, aber es, als ich gesagt habe, es ist eine Liebe. Und ich liebe alles, was wir zusammen machen. Anna ist wirklich so sehr, sehr professionell und es ist immer wirklich eine Freude, mit Anna zu arbeiten. Ihr hattet ja schon international, hattet ihr einige Aufträge, einige Projekte, die ihr umgesetzt habt. Erzähl mal, was waren denn eure größten Anfragen, eure besten? Ja, wir haben zusammen für wirklich viele Modemagazine gearbeitet. Jetzt haben wir ein Editorial für offizielles Magazin gemacht und es kommen viele, viele Sachen in den nächsten paar Monaten, muss ich sagen. Aber es ist top secret.
aber ich kann definitiv sagen, dass wir ab September Fashion-Fotografie und Fashion-Make-up-Workshops machen. So, das ist wirklich etwas anders in Wien und ich freue mich sehr. Ich freue mich auch drauf. Super, dann wir sehen uns dann. Was sind denn eure Pläne? Was sind eure nächsten Projekte? Wow, wir möchten die Welt erobern mit Kreativität und auf jeden Fall dieses kreative Konzept ein bisschen mehr international New York-Stil nach Wien bringen. Wir möchten natürlich auch außerhalb von Wien, also europaweit, mit den besten Künstlern zusammenarbeiten. Und ja, es geht schon in die richtige Richtung. Die Kombination dieser beiden Persönlichkeiten, ihre Sympathie und ihre Expertise ist es, das dieses Duo und ihr Konzept so einzigartig macht. Ich habe den Tag mit Anna und Stefan sehr genossen und drücke ihnen die Daumen. Bin mir aber sicher, wir werden noch einiges von ihnen hören.